Wenn immer ich in Österreich mit den Betrieben spreche, eine große Frage bewegt unsere Betriebe, nämlich die geeigneten Fachkräfte für die Zukunft zu finden. Österreich hat die Europameisterschaft gewonnen in der beruflichen Ausbildung. Das ist ein toller Erfolg, aber jetzt müssen wir weiterarbeiten. Die Lehre darf keine Restgröße werden, daher müssen wir sie attraktivieren. Wir müssen sie durchlässig machen. Wir müssen sie mit Matura oder kombiniert mit Meisterprüfung versehen, um dann auch zu einer höheren Ausbildung, zum Beispiel Fachhochschule oder Berufsakademie zu kommen, an die sich dann das lebensbegleitende Lernen anschließt. Wir müssen auch Matura und Lehre anbieten können. Wie viele, die mit Mühe und Not eine Matura geschafft haben, wollen eigentlich nicht weiter studieren. Denen müssen wir ein Angebot machen. Eine intensive Berufsausbildung im Anschluss an die Matura. Derzeit fallen 10% der jungen Menschen ohne Pflichtschulabschluss oder nach Abbruch einer Lehre aus dem Bildungssystem heraus. Diese müssen wir mit einer integrativen Berufsausbildung einbinden. Jeder junge Mensch hat irgendwo ein Talent, eine Begabung, die müssen wir mit Coaching-System zum Ziel führen. Ja, und dann haben wir noch etwas. Ein Kindergartenjahr und ein Vorschuljahr. Beides wollen wir haben. Und die 14- bis 15-Jährigen, die sollen in einem Jahr die Grundtechniken, die soziale Kompetenz, Basiswirtschaftswissen erlangen können. Und zugleich soll diesen jungen Menschen angeboten werden, eine Analyse ihrer Talente und Begabungen und dann eine Berufsberatung, damit man besser die Begabungen in die richtigen Berufe führen kann. Also wir in der Wirtschaftskammer haben ein umfangreiches Konzept und Paket für die österreichischen Betriebe, aber vor allem auch für die Talente und Begabungen in diesem Land, die unsere Betriebe auch in Zukunft erfolgreich machen können.